Ja. Haben wir das Kapitel also durchgespielt? Hey, das ist 498. Also, ich habe 67 japanische PCs gekauft. Wunderprächtig. Ich möchte gerne speichern. Muss ich das jetzt überspeichern? Oh, tatsächlich. Warte mal, kann ich denn nicht beim Ältesten anfangen? Das wäre irgendwie logischer, oder? Nein! Hä? Save complete? Habe ich nicht gerade auf Nein geklickt? Dieses Spiel verwirrt mich minimal. Ich weiß auch nicht, warum man es immer noch drin hat. So, jetzt sind wir in Kapitel 6 nämlich an. Der Yakuza-Weg. Ach, jetzt sind wir wahrscheinlich wieder Majima, nehme ich mal an. Majima ist eh der Lustigere. Als Kiryu. Kiryu ist immer so ernst und höflich. Naja, wir sind immer noch Kiryu. Verdammt! Oh, das sieht aber echt nicht gut aus. Mama, mo ii yo. Meiwaku kakeda. Oda-san. Seine Klamotten sehen doch topfit aus. Nicht ein Blutfleck. Kiryu. Sumane, Kyoudai. Ora marude omae no chikara ni natte yarenakatta. Iya, sore kochi no serifu da. Kekkyoku omae no koto made makikonjimatta. Wari. おい、お前これからどうする気だ。さっきの青野ってやつにうちの社長を渡せって言われたんだろ。さっきおめえが下で暴れてる間、青野の兄貴がそう言ってたんだ。これから堂島組が組を挙げて立花の社長を探すことになるってな。 俺からもお前を説得しろって言われて、橘を渡すことがお前が死なずに済む唯一の道だと。よう、社長は今お前の濡れ衣を晴らすために町中の情報を集めてんだ。その社長の首を堂島組に差し出すのか。あんた黙ってろ。Ich glaube, die mögen sich nicht. ことはや立花の代わりに桐生がまとにされる。組織ぐるみで追われる。いくら何でも生き残れねえ。だったらうちの社長が殺されることは構わねえのか。てめえらが桐生を巻き込んだんだろうが。よせ、相手は怪我人だ錦。それにいずれ堂島組を敵に回すのは俺も承知の上だった。 思ってるそのタイミングが早かっただけだ。おめえ、堂島組相手に正面切って喧嘩売るつもりか。バカ言ってんじゃねえ。まさか親さんだってここまで酷くなるとは思ってなかったはずだ。キャニアパンジョビニキアンスネーム。それは確かにそうかもしれない。もともと橘社長は堂島組と正面から勝ち合う前に例の殻の一粒をかっさらうつもりでいた。 堂島組にとってあの土地は10億じゃ効かねえ価値があるんだ。それをうまく使えばうちも神室町の一角を担う組織になれる。堂島組でさえやすやすとは潰せない組織に。シャブラを打つデック。ただこうまで早く堂島組の幹部に目つけられちまうとはな。阿波野の兄貴を甘く見すぎだ。あの人 Ich hab die beiden übrigens Verwechslerwarnung, Kuse. Tonikaku, stell dich den Finger verloren. Mama, nimm mal Kastikule. Zein ga taskare michita te aru hasu da. Uchiga kara no hitotsumo no shoyusha wo osae ryo ya, Dōjima gumi to torihiki dekiru yōchi mo aru. Da to ii ga yo. Shachou, Oda desu. 今、桐生とセルナって店にいます。ええ。それで堂島組の青野が社長を渡せと桐生に持ちかけてきました。これはディアローグ。はい。うちが殻の一粒を追っていることにも気づいてます。だから社長は今すぐ身を隠してください。俺はもう
Nett, danke. Das trauen mir nicht mehr. Ist das wirklich die starke Betonung? Hey, oder hat uns verraten, quasi. Werde wie Sawagastana, Mama. Kowai omoi o sasete sumanakatta. Uchi no shinpai nante. Sore yori kore kara dou suru no? Oi, mate. Kiryu. Omoi dou suru ki nan da yo? Imasara jitabata shite mo hajiman ne. Motomoto kumi o nogeta toki wa hitori de yaru tsumori datta. Mazu wa kuze o tsukamaete ore no nuregino o harasu. Furidashi ni modotta na. Baka yaro. Kono jōkyō de sonna koto dekiru wake nei daro. Ist der gleiche Periode? Nein, das ist nicht gleiche Periode, aber. Ich finde den Goldkettchenkragen wunderbar. Warum richtige Goldketten haben, wenn man einen Goldkettchenkragen haben kann? Also ein Goldkettchen hin. Also es ging long story short darum, dass Kiryu seinen Boss Tachibana verraten soll, hat ihn der andere Typ mit der Brille gerade näher gelegt. Und da dieses, weil entweder sein Bruder, also quasi Bruder dran ist, oder Oda soll ihn dann auch wieder zu bringen, oder. So, ich soll meinen Namen wieder in Ordnung bringen. Haben wir euch bei MT Lot? Jetzt gucken wir uns den Dings an. Der ist ja günstig. Das Ding ist, dass die Yakuza das Hemd immer genauso maximal offen haben, weil diese Tattoos immer so in der, also quasi genau dahinter anfangen. Kannst du übrigens, wenn du in Japan irgendwo in der Thermos gehen willst, kannst du keine Tattoos haben, nicht irgendeins. Wegen halt den Yakuza von damals. Das ist ja. Achso, hier wollen sie Leute mehr prügeln. Wer sind die denn? Kenn ich die? Gut. Hey, kann ich verprügeln? Mach ich jetzt nicht wieder voll links? Ach, wenn das Kapitel ist. Ich kann nicht so sagen. Achso, Kreis. Haha! Nimmt mein, Traffic Cone! Ah, Bams! Ich wusste übrigens gar nicht, dass so ein Gummidings so tödlich sein kann. Das ist ach, der Rote gehört dazu. Ach, schön. Du darfst in keinem Badehaus? Ja. Es gibt irgendwie Badehäuser, wo man noch mit Tattoos rein kann. Aber das sind dann vielleicht die nicht ganz so tollen Badehäuser, wo man vielleicht nicht unbedingt hin möchte. Ja, auf jeden Fall, das, also das. Ach, guck mal, hier ist einer von diesen lustigen Maschinen. That's a dream machine. Es gibt doch welche, wo man 1 Million reinmachen kann. 100.000 ist ja nichts. Ich habe 100.000 bezahlt und kriege ein abgelaufenes Mittagsset. Das ist großartig. Also das ist. Oh, die hat auch so ein. Nein, das ist richtig. Ach, guck mal, er hat doch hier Weltklasse Klamotten. Guck ihn da an. Der goldene Anzug. Was ging da. Nee, du kannst schön deine komischen Tissues behalten vor Blasie. Es ging mehr oder weniger darum, dass das. Also, der Typen, den wir erwarten und die wir gerade gesehen haben, ist einer von den drei Leutnants. Also, der Clan hat so eine Struktur. Es gibt oben den Oberst, dann kommen die Captains, die haben jeweils einen Clan im Unter sich. Und Kiryu hat vorher zum Tojo-Clan gehört. Und der Tojo-Clan hat drei Leutnants und wir haben zwischendurch einen Verbündeten, der ist Kuse. Und das war jetzt der zweite Awano. Es gibt noch einen dritten. Könnt ihr verfolgen mich? Wollt ihr mal auch mich verfolgen? Was geht jetzt nicht von mir? Wollen die üben? Kann ich jetzt hier einfach irgendwelche Geschäfte nicht kaufen? Ich hab 30 Millionen, da müssen wir bestimmt mal was kaufen können, oder? Ist für die japanische Tätowierung? Ja gut, die Yakuza wahrscheinlich haben private Bad, also, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt Tourist. Maharaja Kamoto.
Ich weiß nicht, ob ich jetzt Tourist unbedingt in den Yakuza-Badehaus gehen möchte. Das erscheint mir irgendwie wieder eine schlechte Idee. Hey. Ich habe übrigens keine Ahnung, was das ist. Das sieht aus wie ein Nachtclub. Es ist ein Nachtclub, yay. Wenn ich den Club verlasse, muss ich nochmal Geld bezahlen, um da reinzugehen. Kurz zurück scheint eine Mode zu sein. Ich weiß gar nicht, welchen Sinn es überhaupt hat, in so einen scheiß Club zu gehen. Diese Kleider-Röcke mit diesen Dingens da an den Beinen sind ja auch sehr sexy. Maika Sabate, was kann ich dir geben? Schön, dich wiederzusehen. Vor allem die Frau unter dem Tresen sieht im Vergleich zu den Leuten, die herumrennen, schon ziemlich bieder bekleidet aus. Ich kenne das nicht, eigentlich diese Tische. Also die lustigen Frauen, die dabei sind, sind irgendwie quasi Hostessen, die Leute hier irgendwie, die Geschäftsleute irgendwie. Oh, die kann ich da auf tanzen? Ich glaube, ich war noch nie in einem Club, Disco, wo so ein Boden war. Wo kann ich beim DJ was. Möchtest du tanzen? Tanze du? Oder zu Disco? So, dance at Disco, press a button with a rhyme to the song. Use the direction of it. Oh, ernst? Okay. Ich kann tanzen? Da bin ich hier. Welchen Song soll ich anmachen? Ach du Scheiße. Friday Night? Das gibt mir einen Content Strike, oder? Queen of Passion? 80s Rock Classic? Populous Idol Singers Hit Dance Nummer. Wir tanzen mal wieder. Und auf geht's. Das kann nur schief gehen. To dance at the disco, press buttons and rhyme with the song. Use the directional buttons to move your character's avatar to the square with the next input button, then press the corresponding button, show when it's in the frame. Overlapped. Ach du Scheiße. Wenn ich kein Flugzeug einsteige, werde ich wohl nicht so schnell nach Japan kommen. Gibt's da nicht so einen Zug? Sate. Ichjo kimete kuru ka? Oh Mann. Oh. Ich glaube, ich brauche meine Pfoten. Vor allem Dance Solo. Ist das euer Scheiß Ernst? Woran sehe ich denn, wo das nächste Zeichen ist? Also bei mir ist übrigens volle Konzentration auf das. Nein! Gott, wie genau muss ich die Scheiße denn treffen? Oh, muss ich warten, bis das Ding ganz klein ist? Nee. Ob das Sub sich so schlecht machen kann? Denke der Song wo geht? Ja, ist sogar Englisch nichts dabei. Jetzt darf gelacht werden? Steffen war nicht begeistert. Wang Dancing Dude. Fail. Komm bald wieder. Ja, ich glaube, wir belassen uns dabei. Ich habe eigentlich gehofft, dass wir eine Telefonkarte finden. Aber anscheinend tun wir das nicht. Und tschüss. Gut, wir waren also in einem Nachtclub. Schön war es gewesen, aber ich glaube irgendwie, das ist nicht so gut für uns hier. Das ist. Oh Mann. Das war auch die Hauptstory, oder?
Was halt echt doof ist, dass du halt die Hauptstory, dass du halt diese Nebenquest, die es hier gibt, halt locker verpassen kannst, wenn du nicht die ganze Zeit rumrennst. Also, ja, ich sehe, dass meine Nebenstory hier ist. Also, wie gesagt, dieser komische kleine Hinterhof, den wir zusammengeschlagen haben. Ist der immer noch da? Ah ja, tatsächlich. Die Buche war nicht rechtfertig. Ja, ich finde auch, ich habe so toll getanzt. Oh, ich glaub, da hinten nicht. Lass mich in Ruhe. Sind das mehrere Gruppen, die hinter mir herkommen? Oh nein! Das war gerade Mr. Shakedown. Der ist ziemlich hardcore und wenn er mich besiegt, verliere ich all mein Geld. Was gerade schlimm wäre, weil ich halt gerade 30 Millionen rumtrage. Aber wenn man ihn kaputt kriegt, dann droppt er halt so viel Geld wie er bei hat. Ach ja, schon wieder. Was? Ich bin einfach nicht dafür gedacht, Polizeibeamter zu sein. Das ist einer unserer anderen Buddies. Den kennen wir schon. Das ist der Typ, der immer die Stop and Searches macht. Er sieht ein bisschen traurig aus. Ich sollte mit ihm reden. Das ist eine kleine Nebenquest. Oi. Hey. Wie geht's dir? Oh, es ist Kiryu-san. Es ist nur... Was denn? Willst du sehen, was ich dabei habe? Nein, nicht jetzt gerade. Ich denke darüber nach, die Polizeikräfte zu verlassen. Was? Du willst einfach den Dienst quittieren? Das, was du den anderen Tag gesagt hast, hab ich zum Denken gebracht. Ich habe an meinen alten Partner gedacht. Er wurde im Dienst getötet. Jetzt weiß ich nicht, was er von mir denken würde, wenn er mich jetzt sehen würde. Er hat sein Leben gegeben, um mich zu retten. Und für was? Weil ich den ganzen Tag dastehen kann, um Leute zu befragen? Ich habe versagt. Hier. Ach, jetzt aber nicht so. Nein, das ist wahr. Ich habe nichts außer Personenkontrollen gemacht. Das ist alles, was ich mache. Ich bin eine Enttäuschung. Ich habe mich entschieden. Heute werde ich mein... Was? No! Halt ihn auf, bitte! Was? Das ist das Problem. Ich habe euch doch, habe ich gesagt, dass ich euch 30.000 gebe und dass ihr ein gutes Mädchen sein würdet, dass wir ein bisschen Spaß im Hotel haben werden. Nein, ich bin nicht interessiert. Achso, die wollen ihr 30.000 geben. Spann nicht, da werden andere Mädels sein. Wir werden eine Party haben. Nein, ich... Was? Wie wär's mit 35.000 dann? Das solltest du doch tun, oder? Willst du uns nicht nerven, weil wir müssen hier ein bisschen handgreiflich werden? Genau! Nein, bitte! Diese Typen haben nichts Gutes vor. Die sind doof genug, es direkt vor den Bullen zu tun. Oh. Er ist nicht mehr da. Halt, ihr zwei! Der ist ganz schön groß im Vergleich zu den anderen beiden, oder? Achso, das ist kein Ort, wo Kinder im Jahr sind. Lol, macht das gerade Stop and Search bei irgendwelchen Kindern? Anstatt wieder einzugreifen? Was machst du da? Das ist jetzt nicht die Zeit dafür. Kannst du nicht sehen, dass die Frau da drüben Hilfe braucht? Bist du ein Idiot? Oh, aber ich kann nur Leute durchsuchen. Ich bin nicht der krasse Typ. Du bist ein Polizeibeamter, das ist dein Job, nach Leuten zu gucken. Also, sich um Leute zu sorgen. Ich habe Angst. Ich will nicht noch mehr Blut auf meinen Händen haben. Ich kann da nicht umgehen. Nicht nochmal. Also drehst du dich jetzt einfach nur weg und versteckst dich immer, wenn irgendwas Schlimmes passiert? Das ist nicht gerade der Geschickteste, aber doch, das ist ein Weltklasse-Polizist. Na gut, ich, wenn dein Partner dich jetzt sehen könnte, wäre wirklich sehr enttäuschend dich. Was wirst du jetzt tun? Wirst du dich ernsthaft einfach wegdrehen, während jemand deine Hilfe braucht? Denk darüber nach, was dein Partner jetzt tun würde in dieser Situation. Nein, ich kann nicht. Ich habe es einfach nicht in mir. Na gut. Denn wenn du dir nicht helfen willst, dann werde ich das tun. Kiryu to the rescue! Oh. Tap, tap, tap. No. Hi. Hey, lass das Mädel gehen. Huh? Wer zur Hölle bist du denn? Kümmer dich um deinen eigenen Kram. Ja, wir haben hier ein nettes kleine Unterhaltung. Bleib hier draußen. Nix. Ich muss zugeben, dass ich hier... dass ich nicht am Müll vorbeigehen kann, ohne ihn in den Eimer zu werfen. Ah? Er sagt das. Hast du es gerade Müll genannt?
Sollst besser auf dich aufpassen, großer Typ. Tu deine Nase nicht dahin, wo sie dich gehört. Und, was wird, sie wird dir abfallen? Was? Das sieht ja aus wie ein Messer! Wenn ich nichts mache, dann wird CSA alles dann erstochen. Das ist wie mein Partner. Ich kann nicht. Ich kann das nicht passieren lassen. Nicht noch einmal. Nimm das. Ja. Oh. Huh. Kyo-san, gut. Das, du bist sicher. Geht's dir gut? Ich war in Panik. Ich musste was tun. Was zur Hölle? Jetzt kommt das kleine Schwein an, um uns anzugrunzen. Hast du das die nette kleine Überraschung verborgen, die dir geplant hat? Wollt ihr einen Kuchen anschneiden? Hey! Habt ihr eine Ahnung, wie gefährlich ist dein Messer, wie das dazu benutzen? Es könnte jemand getötet werden. Das ist der Punkt. Hey, Hambones. Wenn du nicht abgestochen werden willst, dann solltest du jetzt wieder abhauen. Solltest du schnell wegrennen zu deinem großen Stift? Nee, was? Ach nee, zu deiner Schweinefarm. Ja, die beleidigen immer noch als Schwein. Das ist eine Respektperson. Mein Partner, das ist. Er würde niemals weggehen. Was? Was erzählt dir der Typ da? Jetzt ist meine Chance. Achso, nee, jetzt ihre Chance, deine Chance. Missy. Weg hier. Okay. Verdammt! Lass dich nicht hinkommen! Nicht so schnell! Ihr kommt mit aufs Revier mit mir! Du bist totes Fleisch, Arschloch. Das mag ich doch mehr. Das, Kyo-san, es ist meine Pflicht, als Bürger der Polizei zu helfen, wenn es benötigt wird. Denk nicht so viel über die Details nach, okay? Vielen Dank. Fickt euch beide. Sweet fucks. Guck mal, der hat Eisenstange. Warum mal die hier gerade her? Adachi heißt der, glaube ich. Ich glaube, dass der gute Polizist keine große Hilfe ist. Oh Mann, nein! Aua! Nein, das brauche ich. Was ist denn das? Was ist das Wortsimulator? Was ist Wortsimulator? Was soll das eigentlich der Wortsimulator? Hey, der ist ziemlich stark. Verdammt. Ich wollte sie mit zum Revier nehmen, aber jetzt sind sie weg. Ja, vielen Dank für deine Hilfe. Dachte, ich bin erledigt, als sie von hinten kamen. Es war wie in der Zeit meinen alten Partner, bevor wo er erstochen wurde. Wenn ich sein Leben in Gefahr gesehen habe, kam einfach das Adrenalin. Ich bin so froh, dass es dir gut geht, Kyo-san. Ja, das ist kein großes Problem. Es ist etwas anderes, wofür ich dir danken muss. Auch. Wenn nicht du gewesen wärst, wäre ich von der Situation einfach weggerannt, wie ich es immer getan habe. Dieses Mal habe ich durchgehalten. Es war nur wegen dir, du hast mir diesen Anschluss gegeben, den ich gebraucht habe. Schön, wenn man seine Ängste besiegt, nicht wahr? Ja. Mein Partner wäre niemals weggerannt, wenn mir jemand in Schwierigkeiten gesehen hat. Er war der Erste, der immer eine Hand zum Helfen gegeben hat. Ich fühle mich immer noch ziemlich nervös im Inneren. Ich war so verängstigt, mein ganzer Körper hat geschüttelt. Ich wette, mein Partner hat auf mich herabgeschaut und über mich gelacht, wie dämlich ich aussah. Hey, das weiß ich nicht, aber ich bin sehr stolz auf dich. Was? Entschuldigung. Stimmt was nicht? Sind die Typen, verfolgen dich immer noch? Es ist nur... Ja. Vielen Dank, dass du mir geholfen hast. Du warst großartig. Was? War ich? Ich wollte dir nur sagen, wie unfassbar dankbar ich bin. Und ich möchte dir das hier geben. Du wirst ein Sacrifice Stone? Was? Ein Opferstein? I don't have any spec. Sacrifice Stone. This stone will save you from the brink of death, but only works once. Ah ja. Ja. Ich muss los. Tschüss. Mit den Schuhen? Ich glaube nicht, dass man da besonders mobil mit ist. Hey, sie hat sich Dashing genannt, wie man Dashing übersetzen möchte. Mich? Dashing? Ja. Als sie Angst hatte, kamst du zu ihrer Seite, um mir zu helfen. Das macht dich ziemlich eigentlich zum Ritter in glänzender Rüstung in ihren Augen.
Kiyu-san, ich hab nochmal nachgedacht. Ich habe entschieden, nicht die Streitkräfte zu verlassen, also die Polizei. Ich werde weiter im Polizist bleiben und alles geben, was ich kann. Ja? Für den Moment sind Personenfeststellungsuntersuchungen, alles, was ich kann. Aber ich bin kein großer Polizist, aber Stück für Stück werde ich alles allen entgegenstehen, wovon ich wegrenne. Und dann, eines Tages, werde ich ein erstklassiger Polizeibeamter sein, wie mein Partner. Das ist großartig. Viel Glück damit. Danke. Und Kiyu-san, würdest du dich stören, wenn ich dich kurz suchen könnte? Was? Jetzt? Ja, es wird ganz schnell sein. Oh, ach, komm, jetzt echt wirklich. Kann ich nie Pistole in die Hand drücken? Ich wusste, dass du etwas Besonderes bist. Ja, das ist richtig. Ein wahres Herz. Ich denke, der überlebt keine Woche auf der Straße. Der ist ja schon eine Woche auf der Straße, also der überlebt schon irgendwie. Ich war ein Polizist, der sich nicht seinen Job entgegenstellen kann. Und du hast mich dazu gebracht, besser zu sein. Es war dein Plan, die ganze Zeit meinen Mut zu unterstützen, nicht wahr? Ja, genau. Ich konnte sehen, dass du auch etwas Besonderes hattest. Wirklich? Ja, etwas, das ich... Mut! Ja, du übertreibst. Ja, gut. Vielen Dank. Das ist... ich glaube, das ist, woran ich arbeiten muss. Ja, das war wichtig. Yay! Guck mal, wir haben jetzt unser Friendship-Level mit Officer Kikuchi. Vielen Dank für deine... Du camp friends with Officer Stop and Search Kikuchi. Toll. Das ist unser Best Buddy. Großartig. Ist jemand zu Wunzel in der Nähe? Ist tatsächlich. Na gut. Schön. Schön.